Sharon, kurze Lektion über das Thema. Ja, wenn du Israelit bist, okay, oder wenn du gläubig bist, sagen wir es mal so, dann hast du einen Schutz über dir, okay, einen geistlichen Schutz von Yahweh Shem Yahweh Shai, okay, und Yahweh Shem Yahweh Shai ist der einzige und echte Name. Einzige und echte Name von Gott und seinem Sohn in Paleo-Hebräisch, also Althebräisch, okay? Also es gibt keinen anderen Namen, quasi unter dem dieser Schutz dann quasi gegeben ist, okay? Das heißt, wenn du dich auf Jesus berufst und was es noch so für Namen gibt, okay? Es ist kein Schutz, okay? Es gibt nur Schutz unter Yahweh, Shem Yahweh Shai, okay? Nicht unter jemand anderem, okay? Weil du sprichst automatisch von jemand anderem, wenn du von einem anderen Namen sprichst, okay? Ist ja klar. Jetzt mal angenommen, du hast zwei Personen vor dir, okay? Und Yahweh, also sogenannter Jesus, sagt zum Beispiel, er macht seinen Freunden Dinge bewusst oder zeigt seinen Freunden halt Inhalte von der Bibel und so. Verständnis, das richtige Verständnis aus der Bibel und so. Aber vor allem dadurch, dass er unser Freund ist, wissen wir halt quasi seinen Namen, okay? Oder beziehungsweise du weißt den Namen von deinem Freund, könnte man davon ausgehen. Also sprich, wenn du jetzt zwei Personen vor dir hast und du weißt den Namen von der einen und du weißt den Namen von der anderen Person, okay, dann wirst du kaum die eine Person bei dem anderen Namen nennen, der gar nicht ihrer Mannsname ist, okay? Es ergibt halt keinen Sinn, okay? Also wie gesagt, Schutz ist nur unter dem einzigen Namen. Yahweh Shai wirkt durch Yahweh und andersrum. Ist ja offensichtlich, okay? Wie gesagt, du wirst jemanden nicht beim falschen Namen nennen, wenn du diese Person vor dir hast oder sowas. Jetzt kommt noch hinzu, dass er keine Person ist, sondern eine Macht, die über dir steht und komplette Kontrolle über deinen Körper und deine Seele hat, okay? Wie viel mehr würdest du da noch einfach auch den richtigen Namen, vor allem wenn du ihn weißt und kennst, verwenden wollen? Okay. Nur so zur Info. Und um seine Macht zu zeigen, okay, zeige ich dir hier nochmal Jesaja 41, 14. Weil es spricht auch über den Schutz, den wir haben, okay, aber es spricht auch eben über die Macht, die ihm gegeben, die er hat und die er seinem Sohn gegeben hat, sorry. Okay, weil sein Sohn ist die Macht gegeben, quasi auf Erden und so, steht in der Bibel, okay. Aber lass mal lesen. Und zwar, okay, so fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob. Jakob wurde später zu Israel umbenannt. Wie gesagt, der Same ist sozusagen die Blutlinie Israels, auch väterlicher Linie. Und er spricht hier also von Israel oder Israeliten, okay. So fürchte dich nicht, du Würmlein. Jakob, also er nennt uns Würmlein, okay, was sind wir schon? Okay, könnte uns töten in einem Augenblick und unsere Seele quälen, okay. Aber siehe da, fürchte dich nicht, okay. Du Häuflein Israel, du Häuflein, okay. Er spricht hier gewollt von oben herab sozusagen. Denn ich helfe dir, spricht der Herr. Also hier würde das Wort Yahweh stehen, im hebräischen Urtext, okay? Die Bibel wurde nicht deutsch geschrieben. Und dein Erlöser ist der heilige Yahshuanos. Also sprich, fürchte dich nicht, auch wenn du hier ein Wurm bist auf der Erde, weil alle Menschen Würmer sind, okay? Eigentlich nichts verdient haben. Aber hey, fürchte dich nicht, okay? Also er nennt sogar sein Volk, die hebräischen Israeliten, eigentlich nur Würmer. Alles klar. Aber er wird uns trotzdem durch den Segen, den er Jakob gegeben hat, trotzdem ewig bestehendes Blessing, Segen, machen. Unendlich Segen
Ah ne, Entschuldigung. Ein Königreich ohne Ende steht in der Bibel. Warte. Schau, Königreich. Königreich ohne Ende. Friede wird kein Ende haben. Okay, schauen wir mal. Kingdom without end. Manchmal muss man hier das teilweise in Englisch scheinbar. Okay, also hier ist schon mal etwas, was das belegen würde. Luke 1:33. He will reign over the house of Jacob forever. Also Jahawashai, König David, will reign, also wird regieren über das Haus Jakobs. Also Haus Jakobs sind dann wieder die hebräischen Israeliten. Und sein Königreich wird kein Ende haben. Also sein Königreich wird kein Ende haben. Ja, nach dem 1000 Jahren Königreich, was hier auf die Erde kommt, wird es ins Ewige übergehen. Kann es auch sein, dass die Welt irgendwie verändert wird oder sowas, aber ganz wird sie wahrscheinlich nie unbedingt weg sein. Ja, genau, also von dem her, lass mal weiterschauen. Jesaja 9,7. Ich will alle Königreiche zu einem Ende bringen, also sozusagen zunichte machen. Aber wird halt sozusagen das Königreich der Israeliten für immer zum Stehen bringen für immer. Okay. Und ja. Ich hätte eigentlich nach einer anderen Stelle hier gesucht. Okay, aber es steht da irgendwie so drin, Königreich ohne Ende. Okay, also ein Königreich ohne Ende. Aber ist ja klar, wenn wir jetzt die anderen Stellen gelesen haben, dann dürfte der Punkt, glaube ich, rübergesprungen sein. Vers des Tages, so lass es dir nun gefallen und segne das Haus deines Knechtes. Also es wäre in dem Fall wieder Haus Jakob, wie wir es gelesen haben. Okay, also Haus bezieht sich dann immer auf, du hast zum Beispiel, da gehen wir auch noch in dem Video drauf ein, du hast das Haus Saul und du hast das Haus David, und das Haus Saul war damals gegen das Haus David, beziehungsweise Saul war auch gegen David. Okay, aber David war halt ultimativ erwählt, sozusagen. Und so wird es halt heute auch sein. Du hast das Haus Davids und das Haus Sauls. Und ultimativ sind die 144.000 von dem Haus Davids. Sicher nicht von dem Haus Sauls. Dann hast du halt noch die anderen Gruppen und so. Zum Beispiel die Lehren, dass der RFID-Chip nicht das Malzeichen des Tieres ist und einen falschen Namen haben oder überhaupt keinen Namen haben. Was dem gleichzustellen ist. Die sind dann das Haus Saul. Okay. Vor allem, wenn sie dann gegen das Haus David kommen, dann würde es noch mehr zu diesem Verfahren passen, was damals quasi geschehen ist. Aber es lesen wir. So lass es dir nun gefallen und segne das Haus deines Knechtes, lass es dir, dass es ewig vor dir sei. Denn du, Herr, also Jehova hast geredet, und mit deinem Segen wird das Haus deines Knechtes gesegnet sein für ewig. Also echt ein schöner Vers hier, okay. Und wer ist hier tatsächlich sein Knecht? Vor allem, weil wir hier im zweiten Buch Samuel sind. Etwa zu der Zeit ist auch das eben geschehen mit dem Haus Davids und dem Haus Saul. Spricht ihr von David? Tja, okay. Also, gut zu sehen hier. Okay, ist einfach der Geist auch, okay. Der es dann einfach auch möglich macht im Endeffekt. 2. Samuel 3, Vers 3, ich glaube schon. Und der Krieg zwischen dem Haus Sauls und dem Haus Davids zog sich lange hin.
David aber erstarkte zusehends, während das Haus Sauls immer schwächer wurde. Also das Haus Sauls wurde immer schwächer und das Haus Davids wurde immer stärker. Und so sieht es jetzt auch. Ultimativ wird es aber auch so kommen können. Letztens eine Vision von einem Bruder mir angeschaut. Es könnte sein, dass es halt schlagartig auch über bestimmte andere Glaubensgruppen kommt. Alles klar. Dass sie es halt schlagartig erfahren, dass sie einfach im Endeffekt die Wahrheit nicht hatten. Klar gesagt. Aber zusehends wird sich immer hier zusehends das Haus Davids, wie gesagt, und das Haus Davids soll wie. Nee, die aus dem Haus David sollen wie Götter sein, steht in der Bibel. Also die aus dem Haus David ist so ein eigentlich guter Vers. The House of David shall be as gods, steht in KJV, okay. KJV, written by an Israelite. House of David. Also schon wieder dasselbe Prinzip, okay? Also ganz klar der Spirit hier, der dir was zeigen soll, hoffentlich, okay? Es spricht hier offenbar von einer derselben Sache, was nichts anderes als der Geist ist, okay? Also House of David, KJV. House of David shall be as gods. Zachariah 12 und 8. Lustig ist, dass in denselben Kapiteln etwa von zwei Dritteln Israels gesprochen wird, wie sie halt einfach abgekartet werden von dem eigentlichen Blessing, Segen, was sie haben könnten, wenn sie einfach Buße tun. Zachariah 12 und 8. Lass mal lesen. Okay. Bestenfalls in einer deutschen Bibel. Also wie gesagt, etwa, ich glaube, im 13. oder 12. Kapitel liest von den zwei Dritteln, die abgekattet werden. Hier. An jedem Tag wird Yahweh die Einwohner Jerusalems beschirmen, sodass an jedem Tag der Schwächste unter ihnen sein wird. Also siehst du jemanden, sagen wir mal, du hast so jemanden, der sieht aus wie ein Edomite, also die sogenannten Roten oder die sogenannten Weißen halt, oder Roten, wie wir sie nennen, gemäß dem hebräischen Verständnis aus der Bibel. Und der hat jetzt zum Beispiel so einen Bart, okay, hat aber halt echt kein Melanin so. Klingt komisch, aber ich beispielsweise würde jetzt sagen, okay, so einer wäre jetzt einer, der einfach einer der Schwächeren ist, weil er halt einfach so ein bisschen, auch von der Lage her, einfach okay, kein Melanin hat, okay. Darauf läuft es halt hinaus, aber im Endeffekt wird er bei Brüdern auch immer so ein bisschen halt so angesehen sein, so okay, ja gut, er hat kein Melanin, so okay, ist seine Vorfahren väterlicherseits wirklich von Israel und so, wissen wir nicht, aber im Endeffekt wird die Hauscher bei seiner Wiederkunft sowieso die Böcke von den Schafen trennen, okay, das heißt, im Endeffekt, die werden dann schon aussortiert aus dem Camp, okay, aber so einer wäre halt jetzt einer von den Schwächeren, okay. Außer natürlich, er hat jetzt hier ein Foto von seinem Vater und der ist jetzt hier irgendwie dunkelhäutig oder so. Okay, dann ist natürlich, dann halt eher nicht so, okay. Aber weißt du, was ich meine? Es könnte aber gleichzeitig natürlich
auch von zum Beispiel jemandem sprechen, der einfach, keine Ahnung, extrem dünnes, keine Ahnung, im Rollstuhl vielleicht sitzt oder irgendwie so eine andere Erkrankung hat, so dass er nicht richtig reden kann oder vielleicht auf einem Auge blind ist oder sowas. Irgendwie sowas gibt es auch ein paar, bestimmt so in Amerika vor allem, kann ich mir vorstellen. Die sind auch so eher die Schwächeren. Nicht, weil sie jetzt irgendwie schlechter angesehen werden oder sowas oder schlechter angesehen werden sollten. Und ich behaupte nicht mal, dass sie schwächer oder schlechter als angesehen sind. Wie auch immer. Jedenfalls steht hier, okay, dass diese eben sein werden wie David. Das Haus David wie Gott, wie der Engel des Herrn vor ihnen her. Also, du kriegst nicht spirituelle Kräfte, weil du Melanin hast, sondern weil du den Geist von Yahweh davon ja, Gebrauch machen kannst, indem er dir das gibt. Also es passiert nicht irgendwie von nichts heraus, okay? Zum Beispiel, wenn du schaust, die UFOs, die bewegen sich auch nicht, weil der Wind sie irgendwie fortbewegt oder sowas, okay? Sondern weil die ihr Ziel haben, weil die eine Mission haben und weil die eingesetzt sind und nur das machen, was Yahweh will, okay? Genauso ist es auch mit dem Königreich, das kommt hier nicht runter, weil das Königreich, keine Ahnung, hier irgendwie von der Erde angezogen wird, okay, von der Gravitation, sondern weil der Geist es so will, okay, und der Geist ist laut Bibel Yahweh und er wird also bestimmte Befehle geben und dann werden die Engel das so ausführen, okay, und wenn ein Engel bei dir vorbeizieht und dich nicht slayt, also dich nicht killt, dann ist es, weil du ein Mahlzeichen, nicht von Esau, was der bei dir chips, sondern ein Mahlzeichen von Yahweh hast. Das heißt, sein Name oder so steht halt auf deiner Stirn und er sieht es dann und zieht halt an dir vorbei, dann so ungefähr. Aber es hat jetzt hier nichts damit zu tun, dass du irgendwie besonders Israelit bist oder sowas. Es mag sein, dass manche so, weißt schon, so Vollblut sind und sowas. Ich persönlich denke sogar, dass ich Vollblut bin. Also Rhesus negativ, Blutgruppe und so. Aber was heißt es schon, ja? Also wie gesagt, es ist im Endeffekt, der Schwächste kann auch ich sein. Keine Ahnung, vielleicht sieht es auch so jemand so, keine Ahnung. Ist mir eigentlich ziemlich egal, weil hier steht, wie gesagt, so dass an jedem Tag der Schwächste unter ihnen sein wird wie David und das Haus David wie Allahayim, wie der Engel des Yahwehs vor ihnen her. Oder von Yahweh vor ihnen her. Kann man nicht falsch verstehen. Also wirklich eine ziemlich klare Aussage hier. Ziemlich schöner Vers, weil er zeigt halt, wo wir stehen, in welcher Zeit. Und es wird definitiv so eintreten. Definitiv. Was nicht eintritt, ist die Hoffnung der zwei Drittel Israels, von denen wir, wie gesagt, in Jesaja 12 oder 13 sowas lesen. Oder die Hoffnung der Heiden oder sowas, ist alles vergebens. Okay. Weil dieses Königreich ist ziemlich bald zu Ende. Einläutern tut das vor allem das hier. Impfpflicht, okay. Corona Deutschland. Schauen wir nur mal rein, ich sag nicht, dass jetzt hier irgendwo steht, dass es eingeführt wird, weil selbst der, wie heißt der, Schröder oder sowas von der CSU oder CDU, ist zwar dafür und so und würde alles tun, um es einzuführen, aber es wird nicht passieren, weil keiner vorhanden ist, kein Impfstoff in Deutschland. Aber schauen wir hier nur so ein bisschen rein, okay, dann wirst du schon sehen, was ich meine. Schauen. Also bei allem, was Esau rausbringt, ist sozusagen ein Todesurteil für sein eigenes Königreich. Okay? Je weiter er Züge macht, desto mehr muss er
quasi gehen mit seinem Königreich. Das nenne ich den ultimativen Curse, den ultimativen Fluch. Vor allem, weil der Gegner, der halt, also nicht als würde Esau nicht von Jahwe selbst auch verwendet werden. Vor allem die Frauen von Esau und halt Leute, wo halt Dämonen schneller draufspringen können und so, sind halt dann auch sozusagen eine, sind halt dann sozusagen von Satan noch besser noch sozusagen verwendbar. Aber schauen wir mal eben, ein Drittel lädt Impfpflicht ab. Das wird wahrscheinlich sogar noch zunehmen, so wie man die Deutschen kennt. Markus Söder, nicht Schröder, Söder heißt er, wäre für eine Impfpflicht sehr offen. Auch Kultusministerium Eisenmann für Corona-Impfung, CDU. Masern gilt schon in Deutschland. Okay, für Kinderkrippen. Masern, glaube ich. Steht hier oder vorhin gelesen, irgendwo. Also das gilt schon in Deutschland. Ansonsten halt, wie gesagt, Coronavirus, Medikamente, Therapie und aktueller Forschungsstand. Das ist sehr, sehr abstrakt. Also lesen wir das mal kurz. So ist eine Debatte sehr abstrakt. Generell würde eine Impfpflicht bedeuten, dass sich prinzipiell jeder gegen das Coronavirus impfen lassen muss. Auch die, die es nicht wollen. Also es werden immer mehr in Deutschland wahrscheinlich. So eine Verordnung gibt es schon in anderen Fällen. Beispielsweise gilt seit März eine Impfpflicht gegen Masern für Kinder und Mitarbeiter in Kitas. Also auch für die Mitarbeiter. Ist ja logisch dann. Kritiker sehen darin einen Verstoß gegen das Grundgesetz. Ja, wie gesagt, dann läuft halt irgend so ein Typ rein und nimmt den das Grundgesetz aus der Hand und dann war's das. Okay. Also es ist, dieses Königreich ist korrupt und eitel und der Zerstörung ausgesetzt und wird sich selbst quasi gegen eine Wand crashen und bestreitet es sogar noch ab, dass es so kommen wird. Im Endeffekt, okay, das heißt es jetzt hier, so quasi alles zusammen. Wie gesagt, die Impfung wird dich wahrscheinlich töten, früher oder später. Prediger 3, 5, also die Coronavirus-Impfung meine ich jetzt. Weil, weißt du, in Amerika wird es auf jeden Fall so sein. Und in Deutschland dann wahrscheinlich auch. Ja, es hat schon seinen Grund, wieso zahlreiche Ärzte die Impfungen da lieber von ablassen würden. Vorsitzende von der Impfagenda da, okay, die haben zum Beispiel auch zugegeben, was da alles drin ist. Und wenn du das anhörst, kann ich mal machen, ein Video darüber, dann würdest du wahrscheinlich die Impfung nicht nehmen. Prediger 3,15. Was da ist, das ist schon vor Zeiten gewesen und auch das, was sein wird, ist schon vor Zeiten gewesen. Und Allerheiligen sucht das Vergangene wieder hervor. Also wie gesagt, Haus Saul, Haus Davids gab es damals schon, haben wir ja gelesen. Und wird es dann auch heute geben. Genau, und dann wird es so sein, dass das Haus Davids wie Götter sein wird. Weil ja, aber ich habe ultimativ gesagt, dass wir wie Götter sind. Was aber nicht heißt, dass es sich auch nicht einen Stein auf den Boden nehmen kann und diesen Stein zu einem Nachfolger machen kann. Das gilt für euch, die ihr aus der Wahrheit ausgetreten seid. Okay, ihr Snitches. Snitcher. Okay. Snitches, Snitcher. Okay. Was ist los bei euch, okay? Einfach nur, ich glaube, lächerlich darf ich sagen. Das wäre ein gutes Wort. Traurig einfach nur. Okay, ihr könnt euch selbst betrauen. Okay.
Also es wird traurig auf jeden Fall sein. Okay, für die, die halt, wie gesagt, zum Haus Saul gehören, weil sie werden auch das Haus David sehen, wie es halt einfach auch sozusagen erhoben wird. Und ja, im Endeffekt seid ihr schon ausgestiegen. Da frage ich mich, okay, für was seid ihr denn ausgestiegen? Das ist, denke ich, eine passende Frage an der Stelle. Für was seid ihr ausgestiegen? Weißt du, was die Bibel zu dem Thema sagt? Okay, und jetzt, Achtung, es ist wahrscheinlich der beste Vers im ganzen Video. Der beste Vers im ganzen Video, Achtung, okay. Zurückkehrt. Lass mal schauen, ob ich das in der deutschen Bibel finde. Ich weiß, viele Precepts auf Englisch meistens oder einfacher zu finden. Sprüche 26,11, es gilt für euch, Mega Latinos und Native Americans, die ihr in der Wahrheit wart und ausgestiegen seid, wie so Snitches und Snitcher, wie so. Ich beschreib's einfach am besten hier, okay. Lass lesen. Wer ein Hund, der zu seinem Gespalt zurückkehrt, so ist ein Narr, der seine Dummheit wiederholt. Und was ist die Dummheit? Die Dummheit ist, zu leben wie die Heiden, okay, im Endeffekt. Oder einfach an der Wahrheit vorbeizugehen oder von der Wahrheit zurückzukehren. Oder aber den Weg der Wahrheit gegangen zu sein und ihn gekannt zu haben, aber dennoch von ihm abkehren. Es gibt auch noch einen Bibelvers mit: wie ein Schwein mit einem goldenen Ring um der Nase, so ist eine Frau ohne Anstand. Oder eine schamlose Frau soll wie ein Hund gelten. Oder soll als ein Hund gezählt werden, sozusagen. Aber schau mal hier, warte. Es gibt auch Frauen, die aus der Wahrheit austreten können. Mhm. Alles wahr. Hebräer 6,6. Also als könnte es nicht noch schlimmer werden, wenn ihr nicht sofort Buße tut, und weil es gibt kein genaues Maß, wo es quasi anfängt, von der Wahrheit abzutreten. Aber man kann sich es ja ungefähr denken. Jedenfalls, schau mal, es könnte sogar noch schlimmer werden, Hebräer 6,6, und die dann abgefallen sind, wieder zu Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zugeschnitten haben. Also, könnte sogar noch krasser werden, okay. Glaub mir, ja, ich sag einfach nichts mehr. Okay. Damit werde ich es beenden, okay, und ich hoffe zumindest einer von den Wicked Israelites hier hat es gesehen, ey. Okay. Es wird so knapp jetzt, die Zeit. Es ist einfach keine Worte. Shalom.